Servus, liebe Wander- und Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist nur ein ganz kurzes Video diesmal. Und zwar geht es mir um dieses Pouch hier von Helikon Tex. Bleibt's mal dran. Das Ganze ist molle-kompatibel, aus Nylon, sehr robust verarbeitet. Sehr schön. Da hinten kann man nochmal ein bisschen Klett verarbeitet. Wenn ich das jetzt zum Beispiel an einen Rucksack befestigt habe, kann man hier dann nochmal irgendwie vielleicht eine Säge durchschieben oder sonstiges. Da unten sind nochmal zwei Ablauflöcher. So, jetzt schauen wir mal rein. Da drin habe ich jetzt zum Beispiel mein komplettes Hängematten-Set. Mein Kochset, in dem Fall ist es aber jetzt Brennpaste. Und mein Kaffee und noch eine Tasse. Jetzt habe ich zwei Tassen drin, weil hier ist auch noch eine drin. Das war dann zu viel. So sieht das dann aus. Innen drin das Pouch. Hier ist nochmal unterteilt, sind nochmal Fächer drin. Klett ist hier, nochmal eine Schlaufe für Karabiner oder was auch immer, vielleicht einen Schlüssel dranhängen möchte oder sonstiges. Da haben wir nochmal eine kleine Tasche, Schlaufe. Auf der anderen Seite dann auch nochmal genauso. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. So, mir gefällt die Tasche recht gut. Ich habe ja auch mehrere Sachen von Helikon Tex schon. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir die Tasche selber gekauft beim Ranger Check. Also ist mir nicht zur Verfügung gestellt worden. Und naja, werde mal sehen, also was ich damit mache. So, das war heute mal nur eine Idee, was man so reintun kann. Ist eine Menge Zeug, womit geht. Ja, dann war es das eigentlich schon wieder von dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder in der Natur auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus, ciao.